Liebe Piraten, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, jetzt ist es fast ein Jahr her, dass wir zusammen die größten Proteste zum Schutz des Internets in der Geschichte organisiert haben. Wir waren damals Hunderttausende, die zusammen für ein freies Internet auf die Straße gegangen sind. Leider hat der Druck ganz knapp nicht gereicht, um genug Abgeordnete hier im Europäischen Parlament von der Bedeutung unseres Anliegens zu überzeugen. Manche davon, insbesondere von den konservativen Parteien, haben uns damals als Bots beschimpft und die Augen verschlossen vor dem Aufschrei einer ganzen Generation, die sich wirklich lautstark, massiv für den Erhalt der Freiheit und unseres digitalen Lebensraums eingesetzt hat. Was diese Proteste und auch der engagierte Wahlkampf von euch allerdings bewirkt haben, das ist, dass ich jetzt als euer Abgeordneter hier in Brüssel diesen Kampf fortsetzen darf und dass ich an der Seite von drei weiteren Piratenabgeordneten aus Tschechien streiten darf. So viele waren wir noch nie. Und diese Aufgabe empfinde ich als eine besondere Ehre, aber auch als eine Verpflichtung, jeden Tag wieder aufs Neue. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle nochmal für euer Vertrauen und eure Unterstützung bedanken. Es ist wirklich eine Mammutaufgabe, die da vor uns liegt. Die Ausrichtung, wie sich das Internet und damit auch unsere digitale Gesellschaft in den nächsten Jahren entwickeln werden, die hat ja gerade erst angefangen. Als Mitglied hier im Innenausschuss und im Rechtsausschuss bearbeite ich ganz viele der entscheidenden digitalen Themen. Zum Beispiel die Überprüfung der Datenschutzgrundverordnung oder die jetzt neu geplante E-Privacy-Verordnung zum Schutz der elektronischen Privatsphäre oder der jetzt geplante Digital Services Act, bei dem es um eine Neuordnung für Online-Plattformen geht und bei dem auch die allgemeine Einführung von Upload-Filtern für alle Plattformen droht. Auch habe ich mit den geplanten EU-Regeln für künstliche Intelligenz und Algorithmen zu tun und auch mit der sogenannten TEREC-Verordnung, mit der terroristische Inhalte im Netz verhindert werden sollen. Diese Terrorverordnung ist im Moment ein zentrales Thema für mich, denn wenn es nach Zensursula von der Leyen und ihren Kommissarinnen und Kommissaren geht, sollen wieder die fehleranfälligen Upload-Filter zum Einsatz kommen, diesmal gegen terroristische Inhalte. Und das sind Zensurmaschinen, die gar nicht beurteilen können, ob Inhalte legal oder illegal sind, weil sie nicht verstehen können, zu welchem Zweck etwas gezeigt wird. Ob es legitime Berichterstattung ist, ob es Kritik ist am Terrorismus zum Beispiel. Und bei diesen und vielen anderen Themen zeigt sich, wie wichtig es ist, dass wir Piraten mit am Verhandlungstisch sitzen, weil uns eure Rechte im Netz am Herzen liegen und weil wir die Auswirkungen solcher Übergriffe auf die Netzgemeinde verstehen. Zusammen mit den Piratenabgeordneten aus Tschechien und der Unterstützung unserer sehr engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier versuchen wir, den schlimmsten Überwachungsfantasien der Law-and-Order-Überwachungsfanatiker Einhalt zu gebieten. Es ist oft wirklich auch erschreckend zu sehen, wie wenig einige andere Abgeordnete von der digitalen Lebenswelt verstehen, einfach weil sie auch nicht davon betroffen sind. Zum Beispiel musste gerade letzte Woche erst mein tschechischer Piratenkollege Marcel Kolaja, den wir ja zum Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments wählen lassen konnten, musste einem über vermeintlichen Spam entrüsteten Europaabgeordneten, tatsächlich handelte es sich übrigens um E-Mails von Bürgerinnen und Bürgern, musste er vor dem ganzen Plenum, vor der ganzen Versammlung der Abgeordneten erklären, dass man als Abgeordneter seine eigenen Filterregeln für sein E-Mail-Postfach einrichten kann. Also dieses und auch andere Ereignisse zeigen, dass es wirklich noch ein langer und steiniger Weg sein wird, bis alle verstehen, dass digitale Themen eben nicht nur ein weiteres Wirtschaftsthema sind, bei dem man getrost den Lobbyisten vertrauen und auf die hören kann, sondern dass es hier
um die zentralen gesellschaftlichen Fragen geht, die über unser Zusammenleben in der Zukunft entscheiden. Ich werde weiterhin mein Bestes geben hier in Brüssel, in den Ausschusssitzungen, in den Plenarsitzungen, in Straßburg, in Gesprächen, Überzeugungsarbeit und Aufklärung zu leisten und für eure Rechte zu kämpfen. Dabei ist es für mich und auch für die anderen Piratenabgeordneten natürlich eine riesige Unterstützung und Motivation, auch auf euch, auf euren Input, auf eure Unterstützung zählen zu können. Denn als Einzelkämpfer werden wir hier wohl zum Scheitern verurteilt. Zusammen aber, da bin ich sehr zuversichtlich, werden wir es schaffen, unserem Anliegen Gehör auch zu verleihen. Die digitale Revolution und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen werden Tag für Tag relevanter und damit eben auch die Kernkompetenz der internationalen Bewegung der Piraten. Und deswegen möchte ich euch an dieser Stelle Mut machen und euch sagen, dass ich überzeugt bin, dass es die Piratenbewegung braucht wie nie zuvor und dass sich euer Einsatz auch lohnt. Macht weiter so.